So, da sind wir nochmal zurück mit einer weiteren Folge Pokémon Go. Und gestern, ihr wisst alle Bescheid natürlich, das Adventure Sync Feature kam raus, wo man jetzt sein Go Plus, sein Pokémon, seine App verbinden kann natürlich mit irgendwelchen Google Fit Apps oder Health oder sonst was. Und ja, das wurde so um 20 Uhr, glaube ich, ausgerollt. Da konnten die ganzen Level 40er schon mal das alles testen, sich das mal genau angucken. Dann wurde es immer erweitert, bis 0 Uhr waren, glaube ich, bis Level 35 alle Leute inbegriffen und konnten das nutzen, konnten da mitmachen. Und ihr musstet natürlich, wenn ihr das dann gesehen habt, konntet ihr über die Einstellungen, habt ihr nämlich hier Abenteuer Sync, da ist kein Häkchen drin gewesen. Da seid ihr einfach auf ein Häkchen gegangen, könnt dann also aktivieren, dass sich das einschaltet und das verbindet sich dann automatisch. Ich musste also gar nichts mehr runterladen. Wahrscheinlich hat mein Handy schon diese Google Fit App irgendwo drauf, standardgemäß. Und dann habt ihr natürlich hier in eurem Menü, wenn ihr mal schaut bei eurem Profil, diese Statistiken, wie viele Kilometer ihr diese Woche schon gelaufen seid, wie weit gerade eure Eier sind, beziehungsweise das nächste, was dann schlüpft, wie viele Eier ihr ausgebrütet habt, wie viele Bonbons, wie viele Schritte ihr gemacht habt, wie viele Kalorien verbrannt. Die letzten zwei Sachen stehen natürlich dann nur da, wenn ihr das wirklich verknüpft habt. Aber ich würde jetzt keine Folge darüber machen, wenn nicht wieder was ganz Obskures, Besonderes passiert wäre, denn Niantic verarscht mich schon wieder. Die lassen mir einfach keine Ruhe. Ich weiß nicht, warum die das ständig machen, denn ich habe hier schlüssige Beweise. Gestern Abend, als das aufgeploppt ist, habe ich reingeschaut. Da hatte ich genau 13,5 Kilometer. Dann habe ich gedacht, okay, die 5 Kilometer sind ja schon fertig. Wo kann ich bitte jetzt meine Belohnung abholen? Da war kein Button dabei, dass man die abholen kann. Ich habe auch nichts abgeholt. Ich war ein bisschen verwirrt. Dann habe ich das mal in der Gruppe gepostet, nachgefragt. Wenig später habe ich gesehen, plötzlich kam der nächste Bildschirm. Du bist die Woche schon 36,8 Kilometer gelaufen. Warum plötzlich da 20 Kilometer mehr drauf waren, wusste ich nicht. Aber ihr seht, schon nicht nur die 5, sondern auch die 25 Kilometer waren natürlich fertig. Und der Button Belohnung abholen stand auch da. Jetzt habe ich davon einen Screen gemacht, den in die Gruppe rein und auch gesagt, okay, ich traue mich gar nicht, die Belohnung abzuholen. Hintergrund war, ich wollte das jetzt nicht abends machen, einfach so am Handy. Ich wollte das heute eigentlich filmen, live, wie ich das abhole, zusammenschauen, wie das also funktioniert, was aus den Belohnungen alles rauskommt. Dann hat mir Linke geschrieben, der hatte in die Gruppe auch reingepostet, hol das mal ab, das lohnt sich und das sieht richtig lustig aus. Denn er hat uns gezeigt, er hat 37 Items, wie auch immer, erhalten. Unter anderem auch 5000 Sternenstaub, 20 Bälle, 10 Superbälle, 5 Hyperbälle, sogar ein 10er-Ei. Ich weiß nicht, ob er jetzt Platz im Inventar hatte bei den Eiern, dass da einfach ein 10er-Ei reingeschossen kam. Oder ob das einfach so obendrauf zusätzlich gibt, aber wo soll das dann hin, weiß man nicht. Dann habe ich gedacht, egal, krasse Sache, das hole ich mir trotzdem morgen ab, mit euch zusammen und reagiere live drauf mit Video, weil es gestern schon so dunkel war. Also habe ich heute meine App angemacht, habe natürlich erwartet, dass ich meine Belohnung abholen kann. Bin ja schon 36 Kilometer gelaufen. Und was passiert, als ich meine App heute angemacht habe? Glückwunsch, du bist 14 Kilometer gelaufen. Oh mein Gott, wo sind diese 20 Kilometer hin? Und wie ihr seht, wieder die 25 Kilometer natürlich nicht erreicht, die 5 Kilometer erreicht, aber kein Belohnung abholen Button. Da, wo ist der hin? Und bei allen anderen ging das. Die sind dahin, haben gedacht, okay, 25 Kilometer, hole ich ab, haben ordentlich abgesahnt, 1000 Belohnungen, haben das alles hier gepostet, was da alles rauskam, wie die überflutet wurden, haben mehr Item auf Bewahrung, Beutelplatz, alles gefordert. Und ich stehe jetzt da, ich habe nichts, nichts, nichts gibt's da. Ich bin bei 5 und nicht mal die 5 kann ich abholen. Jetzt dachte ich, bei 5 gibt's einfach nichts, aber doch, andere sagen, bei 5 kriegst du schon 20 Bälle. Mindestens, aber ich nicht. Ich weiß nicht warum, was Niantic da wieder gemacht hat. Erst haben sie das mit dem Lavados bzw. Ninja Tom versaut, weil da plötzlich Lavados rauskam. Und jetzt sowas. Also ich bin echt sauer. Sieht man ja, schon ganz roten Kopf, ne? 14,9.
das stimmt nie im Leben. Ich war so weit und jetzt ziehen die mir 20 Kilometer ab. Ist ja schön, wenn mir Niantic sagen will, dass ich mehr als 50 Kilometer laufen soll und damit ich es nötig habe, noch mehr zu laufen und noch mehr. Ich kann ruhig noch mal 20 extra oben drauf laufen, aber trotzdem muss das denn sein. Ich bin auf jeden Fall enttäuscht, ich weiß nicht. Wenn das euch auch so geht, schreibt es mal in die Kommentare, sagt mir mal Bescheid. Hat das bei euch geklappt? Habt ihr das gleich abgeholt? Habt ihr gewartet? Wurde das wieder zurückgesetzt? Oder seid ihr alle schon auf Stufe 2 automatisch, weil das die ganze Woche schon zusammengerechnet hat? Oder vielleicht kann mir auch jemand erklären, warum ich zurückgefallen bin, wieder auf diese 5 bzw. 15 Kilometer und mir die 20 einfach nicht gegönnt wurden. Auf jeden Fall wünsche ich trotzdem euch viel Spaß. Coole App, coole Neuerung auf jeden Fall. Nicht? Also für mich nicht. Für euch natürlich. Viele freuen sich darüber, wie das jetzt weitergeht. Wird man noch sehen. An sich ist die Sache ja auch gut gedacht. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber egal, das war's für diese Folge. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.